Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsdinge. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, heute gibt es das Unboxing zu der My Cake Box bei Koppenrad und Wiese in Kooperation mit Foodist. Ich bin sehr gespannt. Ich habe euch ja im März schon die Februarbox gezeigt, weil ich ja im Februar nicht da war zu Hause. Und da gab es ja diese Cheesecake-Sticks. Und ich bin sehr gespannt, was diesen Monat drin ist. Ich wünsche mir was Frühlinghaftes. Und ich hoffe auch, dass wir was Frühlinghaftes bekommen. Okay. Es ist eine Torte. Es ist eine Easter Drip-Torte. Die Böden sind rosa oder pink, also ich bin sehr gespannt, was das für ein Rezept ist und was es da so alles geben wird. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon gesagt, wenn mir das gefällt, werde ich es nachbacken, vielleicht aber einfach so für mich. Dann zeige ich euch das vielleicht auf Instagram. So ist es schon spät und ich kann mich nicht mehr genau konzentrieren. Wir haben hier solche Formen. Das sind bestimmt Backformen, die erinnern mich an Italien, weil in sowas werden immer die Panettone sind die immer drin und sowas. Also es ist einfach so eine runde Backform. Ich glaube, das ist so ein ganz kleiner Kuchen. Dann haben wir was ganz Interessantes. Also erstmal sieht die Box heute anders aus. Die ist nicht so in drei geteilt, sondern es liegt einfach alles drin. Und hier haben wir was ganz Interessantes von Spice Bar. 100% Johannisbeer, Bio-Johannisbeer-Pulver. Das ist ja cool. Also das ist sowas von cool. Von dieser Marke waren schon öfter Gewürze drin, mit denen ich nicht sowas anfangen konnte. Aber Johannisbeerpulver, damit kann man bestimmt gut den Teig einfärben, kann man gut backen, das schmeckt bestimmt gut. Und es sind einfach 100% gefriergetrocknete Johannisbeeren. Also über sowas freue ich mich einfach. Dann haben wir hier, ein Fruchtaufstrich mit Himbeeren. Mal was anderes, sonst ist ja alles immer mit Erdbeeren. Aber hier haben wir einen Himbeer-Fruchtaufstrich. Sehr interessant. Meine wilde Wiese steht hier vegan. Mit Liebe gemacht. Fruchtaufstrich mit leckeren 70% Fruchtanteil. Hier hat man immer kein Heftchen dabei. Deswegen ist es immer ein bisschen schwer rauszufinden, was das ist. Aber wir haben hier wieder so ein Gutscheinheftchen. So, dann machen wir einfach mal weiter, weil ich hier gerade die Werbung sehe. Hier ist ein kleiner Eierlikörchen drin. Das ist ja bei Ostern. Ostern und Eierlikör gehört ja irgendwie auch zusammen. Aus Tradition, höchste Qualität von Pott-Eierlikör. Und hier hat man auch nochmal ein Rezept zu einem Getränk mit Eierlikör. Dann haben wir hier was anderes Cooles und zwar so ein Teigschaber. Und hier steht drauf Happy Sprinkles. Also ich liebe ja Backen und der ist mal was ganz anderes. Der fühlt sich ganz gut an in der Hand und es ist so ein, riecht ein bisschen komisch, muss man waschen, aber das ist mal so ein anderer Teigschaber, der so auch praktisch ist, so um die Schüssel auszukratzen. Also sehr cool. Dann haben wir wieder braunen Zucker und wieder Mehl drin. Es ist immer von der gleichen Marke, immer das gleiche. Weizenmehl kann ich nicht die ganze Zeit verwenden, aber da wird sich schon jemand finden und der braune Zucker ist auch immer der gleiche. Andererseits finde ich es auch cool, weil die wollen ja, dass nun mal alles drin ist, damit man auch die Box, damit man den Kuchen auch backen kann. Deswegen ist es andererseits halt wieder auch gut. So, dann haben wir hier Mandeln mit grünem Matcha-Tee und weißer Schokolade. Okay. Frohe Ostern steht drauf. Dann haben wir einmal Sahnesteig, einmal Backpulver. Okay, wir haben nochmal Eierlikör. Also wir haben zwei Fläschchen, aber die sehen ja auch wirklich süß aus, oder? Wirklich sehr süß. Dann haben wir einmal Kuchenglasur für den Drip halt hier einfach außen. Ne? Müsst ihr keine selber nicht Schokolade schmelzen, sondern könnt einfach diese Fertigglasur nehmen in Dunkel. Und dann haben wir noch ein Produkt hier drin. Ne? Und zwar ist es eine Handmade Limonade mit Himbeer. Okay. So sieht's aus. So eine Flasche. Ein Erfrischungsgetränk mit Himbeergeschmack. Fruchtgehalt mindestens 9%.
So sieht's aus. Und, meine Lieben, nicht zu fassen, aber es ist, die Box ist schon leer. Das ging ja so schnell, aber wir werden nochmal das Rezept durchgehen. Und, jetzt habe ich gerade meinen Hund erschreckt. Wir werden einmal nochmal das Rezept durchgehen und die Produkte. Also, erstmal glaube ich, dass die Torte eine sehr, sehr kleine Torte ist. Sieht man ja hier. Also man backt zwei Böden, aber hier sind drei. Okay, man schneidet sie bestimmt in der Mitte durch. Auf jeden Fall ist es so eine kleine Torte, was ich schon mal sehr cool finde. Und dann möchte ich mal gucken, wieso der Teig rosa ist. Und zwar macht man da Fruchtpulver rein und die Limonade. Eigentlich ein richtig cooler Kuchen. Also man macht den Fruchtpulver und die Limonade rein. Und in die Sahnecreme, das ist einfach eine ganz einfache Sahnecreme. Man muss nur Sahne kaufen. Und das finde ich auch wirklich cool. Einfach mal ganz schlicht, das ist eine ganz, ganz schlichte Torte. Und in die Sahnecreme kommt auch nochmal dieses Fruchtpulver. Das kann man einfach drunter mischen. Ich werde es mal aufmachen, gucken, wie es aussieht. Weil anscheinend kann man das einfach so mit drunter mischen. Ja, und dann wird die Torte schon geschichtet. Und dann kommt ja dieser Drip hier rauf. Aber hier oben ist ja so ein Osternest. Und dieses Nest macht man so, dass man die Schokolade in kaltes Wasser so dreht. Und dann entsteht halt dieses Nest. Und in diesem Nest kommen dann die Eier rein. Okay. Oh, das sieht richtig cool aus. Also ihr seht, das ist einfach so ein so ein Johannisbeerpulver. Das kann man auch gut in Smoothies und so machen. Und was ich cool finde, dass es nochmal so extra verpackt ist und nicht schon lose in der Packung drin ist. Dieser Kuchen ist wieder komplett vegan. Was man noch dazu kaufen muss, ist Schlagsahne, wenn es halt vegan bleiben soll, vegane Schlagsahne und Speiseöl braucht man, eine Prise Salz, Eiswürfel und kaltes Wasser. Die Himbeermarmelade kommt zwischen die Böden sind rosa, die Himbeermarmelade ist rosa, die Creme ist rosa, also richtig cool, ich liebe rosa, ein Easter Drip Cake. Perfekt, ich bin begeistert. Es ist kein großer Kuchen, den kann man locker mal machen, den kann man locker mal essen. Ich glaube, den werde ich auch wirklich ausprobieren. Es sind auch nicht, wie ich begeistert von bin, viele Zutaten. Es ist wirklich ein einfacher Kuchen, einfach gehalten. Es ist nur eine Sahnecreme, nicht viel Heckmeck. Das Fruchtpulver möchte ich wirklich sehr, sehr gerne mal ausprobieren, weil es einfach was Besonderes ist. Und ja, man kann, wofür ist eigentlich der Eierlikör? Optional kann man noch Eierlikör, glaube ich, da oben reinmachen oder so. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Rezept findet. Ich hätte mich jetzt auch über was Kleineres gefreut, aber das ist wirklich eine richtig coole Torte. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Torte findet. Ich werde, wenn ich den Kuchen nachbacke, werde ich euch auf Instagram einfach mitnehmen und euch ein bisschen auch zeigen, wie das Endergebnis bei mir so aussieht. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und natürlich wie immer, um nichts mehr zu verpassen, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.